Moin, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Civilization 6 geht in die nächste Runde und zwar mit Verbundwerkstoff. Wir haben wieder ein neues Forschungsprojekt hier abgeschlossen. Viele bleiben uns nicht mehr, wir haben schon viel Bonus. Wir wollen jetzt mal sehen, dass wir Uran sehen, also werden wir das Funkwesen anfangen zu forschen. Nationalpark werden wir so kurzfristig eh jetzt nicht irgendwo hinkriegen. Ist auch nicht ganz so wichtig, finde ich. So, Ulm. In Ulm, um Ulm und so weiter mit Ulm. Fabrik. Flugplatz geht nicht. Ich habe doch hier die Kanalisation gebaut, oder? Nee, habe ich nicht. Ach, der hat abgebrochen wegen dem Panzer wahrscheinlich, ne? Weil den gibt es jetzt nicht mehr. Ganz großartiges Kino. Naja, Fabrik. Militäreinheitennachschub. Stadt Ulm und Hamburg. Schön blöd. Zum U-Boot verbessern. Hier mal ein bisschen die Küste entlang fahren. Ist ja auch ein Panzer, ne? Ich erzähle den auch zurück in die Base. So, Aachen. Ja, schön, wenn das noch einen positiven Nahrungseffekt hat. Bereitschaft. Ich kann schön weit gucken, gefällt mir sehr gut. Hier sollte noch mal was hin, damit Münster noch ein bisschen mehr wachsen kann. Jetzt haben wir immer noch nicht die Bananen hier. Und hier unten kommen wir. Ach, Handwerker, ne? Auch nicht mehr das, was sie mal waren. Immer sofort verbraucht. Und hier oben müssen jetzt mal langsam weniger Köpfe. Das wird mir zu unübersichtlich. Aber 22 Jahre, bis wir so weit sind hier. Ich meine, unsere Bodenarmee ist ja nicht schlecht, ne? Mit den ganzen Fernangriffseinheiten, sobald wir hier mit dem Ballon, setzen wir hier einen Ballon hin, auf dieses Feld. Dann können wir mit diesen nämlich allen drei vielleicht die Stadt schon in einer Runde runterbomben. Dann ziehen wir mit dem rein, dann gehört uns das ziemlich schnell. Die anderen hier ziehen hinterher. Oder ne, die bleiben vielleicht auch so ein bisschen zur Verteidigung da. Dortmund hat aktuell null Verteidigungseinheiten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, hier vorne kommen wir nicht durch. Also fahren wir wieder zurück. So, und hier macht das jetzt auch keinen Sinn mehr. Der soll jetzt mal zu Wasser kommen hier. Noch Uran, das könnte Magdeburg sich käuflich sichern, falls wir sehen, oh, hier kommt eine andere Einheit, kaufen uns das ganz schnell. So weit kommen wir nicht mit irgendeiner Stadt, dann müssten wir hier irgendwie so eine komische Wüstenstadt einrichten, falls wir noch ein bisschen Salpeter und hier Uran uns bunkern wollen. Würde vielleicht auch Sinn machen, falls jetzt auch noch irgendwo Aluminium auftaucht. Das sehen wir ja in zwei Runden. Da wissen wir, ob wir da Aluminium finden. Ausrichtung Klassenkampf hat große Fortschritte gemacht. Freut mich doch. Kraftwerk oder nee, hier bauen wir auch einen Seehafen. Und dann können wir endlich bald mal anfangen, hier ordentliche Marineeinheiten auszubilden. Es tut mir leid, das ist alles so schleppend hier, ne? Aber wird's nix. Quelle beschaffen, Mission annehmen. Macht doch mal ruhig. So, der sollte hier so ein bisschen vor die Küste. Ah, ich glaube, der hat für Aachen tatsächlich nochmal einen positiven Einfluss gehabt. Dann würde ich eigentlich hier unten auf die Plantagen nochmal gehen wollen. Erstmal. So, das ist unser Frühwarnsystem. Da haben wir schon was, sehen wir ja. Dann würde ich hier nochmal einen zweiten Bauernhof bauen, hat einen doppelten positiven Einfluss. Münster kann noch mal deutlich wachsen. So, wir müssen jetzt echt mal sehen, dass wir unser ganzes Land möglichst sinnvoll nutzen. Also alles ausbauen, was wir noch ausbauen können. Ja,
in Ägypten aber nicht so viele Städte hätten, ne? 155 Gold kostet es, einen Panzer abzugraden. Geht dann ja noch. Ja, ich glaube, so richtig gut weiter kommen wir ja nicht, ne? Hamburg braucht mehr Wohnraum. Bremen sowieso. 6 Runden gibt es den Siedler. Würzburg arbeitet. Naja. Langsam aber sicher, ne? Gibt hat gerade die bösen Taten Roms denunziert. Ja, wäre schön, wenn die sich gegenseitig mal wieder ein bisschen bekämpfen. Das ist uns auch so ein bisschen leichter macht das Ganze. Ich sehe jetzt ja auch nicht mehr so diese Riesenarmee, der gibt da. Klar, die werden, wenn wir jetzt angreifen, zack, 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 hier wahrscheinlich Einheiten hinziehen. Das dauert auch nicht mehr lange, ne? Also kurz nach 1900 irgendwann. Sehr schön. Ausrichtung Massenmedien hat einen großen Fortschritt gemacht. Zwischentechnologie, Nanotechnologie hat einen großen Fortschritt gemacht. Wir sehen ab jetzt Aluminium. Politik wollen wir erstmal nicht ändern, was Forschung jetzt noch schön ist. Computertechnologie. Hier, für Kampfflieger und Bomber. Was eine Aluminiummine. Dann hätten wir das schon geschenkt. Wir bauen eine Aluminiummine irgendwo. Baut 3 Doppeldecker. Schaffen wir nicht. Baut durch Bonus durch großen Wissenschaftler. Machen wir erstmal diese Uran-Krams fertig, wa? Der geht in Bereitschaft. Der soll mit hier rüber. Ja, da haben wir keine Möglichkeit mehr. Ja. Da haben wir schon eine Mine drauf, ne? Deswegen haben wir wahrscheinlich auch schon den Bonus gekriegt. Muss eigentlich gut sein für Berlin. Können nicht eigentlich auch diese Fischressource sich Berlin mal gönnen? Ja. Erstmal noch nicht. Lübecke. Fabrike. Oder Seehafen. Erstmal noch eine Fabrik. Und nach Magdeburg sollst du fahren. 10 von 10 weiterhin. So, was haben wir denn? Handelsweg entsenden kriegen wir nach Buenos Aires. Hier unten noch eine Stadt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall kriegen wir bald Uran. Gibt es ja Naturforscher hier unterwegs. An dem kommen wir aber nicht vorbei. Das heißt, wir ziehen einfach mal hier so ein ganzes Stück wieder zurück. Dann werden wir gleich mal unsere ganzen Panzer hier upgraden. Sanitäter. Der geht mal hier hin, der nächste Sanitäter. Der baut hier eine schöne Plantage. Vergesst es. Jetzt haben wir auch eine schöne Ölquelle hier gesichert. Gerüchte schnappen die überall in der Welt auf, da kommt man gar nicht mehr hinterher, das alles zu lesen, was da steht. Keine Ahnung. Japan und Indien sind sich nicht so friedlich gegenüber, aber macht nichts. Stimmt mich gar nicht. Sollen die sich euch alle erstmal gegenseitig vernichten, sodass nur noch einer für uns überbleibt. Wir wollten auch gleich mal eine große Persönlichkeit wieder verteilen. Was haben wir denn schön? Wir sind ein großer Ingenieur. 100% Produktion für Weltraumrennenprojekte. Nein, danke.
Weltraumrennprojekte ist jetzt ja nicht so unser Ziel. Boah, geil, hier gibt es auch noch eine Aluminiumressource. Wie sieht's mal aus, wenn wir hier mal einen Händler kaufen, hier so einen Handwerker kaufen? Was können wir mit Glauben, können wir nichts kaufen. Handwerker kostet 550 Gold. Das müssen wir denen hier eigentlich nicht gönnen. Das ist zu heftig. Dafür müssen wir erstmal unsere ganzen Panzer upgraden hier drüben. Wer weiß, falls die Ägypter auf einmal loslegen, ne? Und wir erst dann aufrüsten können, dauert das zu lang. Ach, wir brauchen Uran. Ja, okay, danke. Aachen wächst immer schneller, ne? Kann also doch noch wachsen, die Stadt. So, so. Mainz hat gleich Kanalisation fertig. Aktuell noch 14 Runden. Gucken, ob sich das noch verbessert. Hier hätten wir sonst noch so ein Feld, wo noch ein Bauernhof hin könnte. Hier oben eigentlich auch. Und hier gibt es nochmal Wale. Rettet die Wale, indem wir sie kriegen. Ja, diese kleine Insel hier auch, ne? Perlen und Wale, echt interessant eigentlich. Da sind ja nur drei kleine Städte drauf. Ich bin ein bisschen wundern, dass da zwei unterschiedliche Regionen sind. Ihr seid ein närrisch Einfallspinsel. Euer Volk soll die Wahrheit erfahren. Das ist ein bisschen, ja, ne, arroganter Typ. Seehafen noch 5 Runden in Dortmund. Dortmund wächst gleich zu 15er Stadt. Kernspaltung haben wir geschafft. Baut 3 Doppeldecker. Es ist unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Hier, Düsenjäger. Aluminiummine möchte ich gerne bauen. Hatten wir ja schon. Das ist aber erstmal nicht so wichtig. Haben wir schon. Doppelter Tourismus. Nehmen wir der Empfehlung. Folgen wir ausnahmsweise mal der Empfehlung. Sendezentrum bringt viel Kultur. Ansonsten könnten wir noch eine Fabrik brauchen. 8 Runden. Oder nochmal so einen Archäologen. Das ist ein alberner Archäologe. Das dauert mir echt im Vergleich zu einer Fabrik so lange dauert. Das ist ein bisschen albern. Hier unten waren immer noch so Dörfer. Jo, wo fahren wir denn mit dem Schiffchen hin? Erstmal hier in die Mitte. Bisschen erkunden. Adelgunde hat Gerüchte aufgeschnappt. Ägypten hat in Theben einen Kornspeicher gebaut. Ja. Rom hat gerade die bösen Taten Russlands denunziert. Auch schön. Also wenn wir jetzt angreifen, könnte es natürlich echt relativ schnell nachher im Weltkrieg enden. Ist immer noch nichts. Berlin. Hier sehen wir tatsächlich schon Flugeinheiten von den Indern. Frech. Ach, geh auch nochmal Magdeburg. Oder? Warum wird Magdeburg nicht angezeigt? Oder Nürnberg. Das andere Kontinent ist ja auch nicht ganz schlecht.
so nicht. Ein Kraftwerk wird 10 Runden dauern. Ein Hangar. Köln, auch ein Hangar. Gott, das dauert eben noch 30 Jahre, bevor wir unsere ersten Flugzeuge haben. Das nervt ein bisschen. Das ist ein bisschen slow. Aber zumindest haben wir überhaupt Flughäfen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Na. Ägyptischer Siedler. Ich glaube, wir haben keine Chance, ne? Können wir nur hoffen, dass er auf den Siedler geht und uns in Ruhe lässt. Ja. Also Flugplätze haben wir schon 2 Stück. Jetzt müssen wir noch irgendwie diese 3 Bomber bauen, damit wir diesen 1 Horiga-Bonus noch einkassieren, aber halte ich für unwahrscheinlich. Die sind auch schon wieder fast im Clinch hier oder was. Hier sind so viele Infanterieeinheiten, vor allem ja auch top ausgebildete Infanterieeinheiten, dass man da echt Angst kriegen muss, weil wir hier so flankenmäßig ein bisschen offen dastehen. So, der sollte hier hin. Unser erstes Luftschiff. Ach, nur noch 5 Runden, dadurch, dass sie hier Plantagen-Krams gemacht haben. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einen Handwerker mehr. Berlin wächst auch langsam, langsam, langsam. Kraftwerk, weiß ich nicht, Kanalisation könnte man hier nochmal machen. Oder nochmal einen Handwerker, weil Bremen ist ja auch fertig jetzt, ne? Ulm ist auch fertig. Kraftwerk wäre hier nochmal eine Möglichkeit. Ansonsten können wir hier bald anfangen mit mehr Militäreinheiten. Bodeneinheiten. Noch ein Maschinengewehr dauert 9 Runden. Luftabwehrgeschütz. So, der soll hier hin. Ich will hier auf jeden Fall Jade haben. Ich will diese ganzen Steine haben, dieses Stück Land sichern. Fabrik. Nürnberg kriegt eine Werkstatt. Oder jetzt erstmal den, wie lange dauert jetzt ein Handwerker? 9 Runden. Ja, machen wir. Und der soll hier hin. Habe ich da jetzt eine andere Einheit hingeschickt? Kann passieren. Schön, wenn wir die versenken würden, so ein paar Erfahrungspunkte noch uns gönnen können und dann heizen wir dem zurück, um den zum U-Boot auszubilden. Machen wir den in einer der nächsten Runden. Für heute soll es das gewesen sein, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Unsere Flughäfen werden dann in den nächsten Folgen auch mal mit Leben gefüllt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, danke euch. Bis dahin und tschüss.